Willkommen mal wieder und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, wieder mit meinem Flieger-Ace hier auf dem Schrottplatz. Und ich habe immer noch die Aufgabe, einen Survivor im Endgame sicher abzuhängen. Und ja, ich bin immer noch nicht viel weitergekommen auf jeden Fall. Oh, direkt Fluchtotem. Und die Besessenheit wird auch gejagt. So, ich denke mal, dann kann ich relativ safe jetzt hier das Totem kaputt machen. Ich versuche mich auch in dieser Runde auf jeden Fall etwas bedeckter zu halten. Also doch mehr Stealth unterwegs zu sein, weil ich möchte auf jeden Fall ins Endgame kommen und endlich diese, ja ich sag mal, vermaledeite Aufgabe endlich schaffen. Und, er jagt auf jeden Fall die Besessenheit nicht mehr. Wie gesagt, jetzt gleich falle ich ja in den Schlaf rein, weil es ist ja gegen Freddy. Zumindest bei ihm kann man ja immer sicher sein, dass man ihn hat, wenn am Anfang ja schon der Timer abläuft. Aber er jagt hier jemanden, oder? Oh. Ja, er hat jemanden im Visier. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal in die andere Richtung. Erstmal weg von der Gefahr. Okay. Ich will eigentlich an den Generator dran. Obwohl, da hinten war ja auch ein Generator. Dann mache ich jetzt erstmal den. Und, ja, meine Perks, ich habe, Jetzt kommt schon. Okay, also meine Perks, ich habe Selbstfürsorge bei, ich habe städtische Umgehung bei, Sprintboost und wir werden ewig leben. Immer noch schön für die Blutpunkte, für die neue Survivorin. Wie gesagt, dann werde ich jetzt die Tage auch mal eine Runde mit der neuen Survivorin machen. Und übrigens wollte ich mich an dieser Stelle auch nochmal für die ganzen Glückwünsche zu meinem Geburtstag bedanken. War ist echt lieb von euch auf jeden Fall. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ich hatte noch reingefeiert, ne, in den Geburtstag. Und das war wohl schon für so einen alten Mann wie mich ziemlich spät. Und vor allen Dingen, dann hatte ich ja auch gedacht, okay, nee, ich wollte ja auch diese zwei Tasten verlosen. Und habe ich auch gemacht. Und dann kam aber doch so schnell die Geburtstagsglückwünsche. Eigentlich wollte ich mich nochmal hinlegen. Das war schon grenzwertig. Fast hätte ich so einen Pfleger, Einsatz ausgelöst. Ja, wenn alte Menschen zu wenig Schlaf haben, ne? So. Auf jeden Fall, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal ein großes und liebes Danke von mir auf jeden Fall. Ich versuche mich jetzt hier langsam zu der Killerhütte vorzupirschen. Also ich will, zwei Generatoren sind auf jeden Fall schon fertig. Also ich will jetzt hier wirklich nicht groß auffallen in dieser Runde. So. Übrigens, ich spiele ja jetzt auch schon so circa 2 Jahre DBD oder sowas ähnliches. Und, hier ist Generator auch fast fertig. Ah, da hinten, okay. Das heißt, safe abhängen. Ah, er wird schon. Okay. Dann gehen wir jetzt lieber an den Generator. Übrigens muss ich auch einmal eine wichtige Neuigkeit loswerden. Meine Frau spielt jetzt auch Dead by Daylight. Vor circa, ich sag mal so 2 Wochen oder so hat sie angefangen. Oh, jetzt kommt er hier hin, ne? Jo. Nein! Oh. Na? Bei ihm weiß man ja nicht, ob das jetzt hier so eine Fake-Palette ist oder nicht, ne? So. Ach ja, hier hängt auch eine. Stimmt. Das war jetzt. Oh. Nee, kommt hier lang. Ich bin gerade durch den Wind. War auf jeden Fall nicht ganz so klug, ihn jetzt dahin zu locken. So. 3 Generatoren schon fertig. So. Mal gucken. Also ich weigere mich übrigens auch partout jetzt. Ich könnte natürlich auch eine Killeraufgabe machen. Ich glaube, 2 müsste ich machen. Nee, du musst jetzt kurz warten.
Jetzt warte kurz, bis ich das fertig habe. Ein alter Mann ist kein D-Zug. Ich bin jetzt ein Jahr älter geworden. Oh, lila Taschenlampe. Ja, komm. Wenn man einmal die falsche Taste drückt, dann bricht er das ja ab. Und nee, aber was soll ich sagen? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Habe ich tatsächlich vergessen. Na egal. Achso, doch, ja. Jetzt fällt es mir wieder ein. Okay, ich denke mal, er wird weggehen, ne? Ach, wurde auch schon wieder abgehangen. Okay. So, bevor ich es wieder vergesse. Also ich könnte natürlich als auch, glaube ich, zwei Killer-Aufgaben machen. Dann hätte ich quasi diese Aufgabe, den Survivor im Endgame sicher abzuhängen, könnte ich damit quasi ein bisschen umgehen. Und ich könnte dann zu der nächsten Survivor-Herausforderung. Aber ich weigere mich partout. Na, ihr wisst ja, alte Menschen, die sind manchmal schon ziemlich stur. Und ich merke das jetzt mit meinen 36 Jahren. Ich gehe auf jeden Fall in die Richtung. Ne? Also nein, ich muss das jetzt durchziehen. So, also wird es durchgezogen. Komme, was wolle. Und wenn ich jetzt noch hier die restlichen Tage von... Obwohl, das Archiv bleibt ja ewig. Bis man es halt fertig hat. Nur man kriegt ja diese blauen Dinger nicht mehr. Wenn der Pass abläuft, sondern nur noch die Blutpunkte. So wie er gerade bei mir warten musste, muss ich jetzt auf sie warten. Ja, komm, ich heil dich. Obwohl, ich glaube, ist keine gute Gelegenheit zum Heilen. So, komm, wir gehen nach da. Oh, das war schon fast synchron. Ja, ich komme ja. Hetz mich nicht. Jetzt komme ich schon wieder. Aber ich habe Taschenlampe. Mal gucken. Hat sie jetzt auch eine Taschenlampe genommen? So, komm. Nein. Der kriegt Disco. Ah, komm. Schade. Jetzt waren wir sogar zu zweit. Jetzt waren wir sogar zu zweit und haben das nicht hinbekommen, ey. So. Okay, komm. Wo bist du? Sie geht in die Richtung. Sie jagt den Killer. So. Ach da, hier, dieses erlöschende Licht ist jetzt auch am Start hier. So. Machen wir uns jetzt hier erstmal ein bisschen ans Werk. Wo? Da. Okay, und wie gesagt, Freitag werde ich ja dann mit so einem Online-Tool dann von allen Kommentaren unter diesem Facebook-Post, wo ich halt die zwei Tassen jetzt gesagt habe, dass ich sie verlosen werde, werde ich am Freitag, ja, ich habe eigentlich bis inklusive, muss ich jetzt tatsächlich bis Freitag 0:01 warten? Also bis Samstag 0:01? Ja, ich denke mal, damit alles seinen korrekten Gang geht, werde ich dann bis Samstag 0:01 warten. Und dann werde ich halt mit so einem Online-Tool halt unter allen, die einen Kommentar da gelassen haben, dann die zwei auslosen, die dann halt die Tassen bekommen. Wie gesagt, ich bin Samstag 0:01, okay. So, jetzt komm mit, lass uns erstmal hier raus. Ne, hier? Nein, das ist keine gute Idee. Ich mag das nicht. Und das, deswegen ist es keine gute Idee. Okay. Vielleicht bin ich mir jetzt so auf die Eier gegangen. Nee, doch nicht. Obwohl, ich hoffe, sie kommt da raus. Oder sie hat da unten jetzt die Füße stillgehalten. Okay, komm. Lass erstmal zum Schrank. Ich weiß nicht, was er jetzt macht. Oh. Oh, nein. Jetzt stehe ich da wie so ein Schisser. Ah, nein. Ich habe mich nur verirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Deswegen bin ich... So. Also er hat sie auf jeden Fall erwischt. Und sie ist komplett down. Ja, okay. Dann machen wir jetzt den Generator hier fertig. Ach, jetzt ist sie am Schlafen. Nee, komm. Boah, das kostet alles Zeit, ne?
Okay, nur noch zwei. Dann kommen wir in die Nähe des Endgames. So. Obwohl, die anderen dürfen jetzt ja quasi auch nicht mehr viel hängen, glaube ich, ne? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob beide schon mal gehangen haben. Jetzt jagt er wieder die Besessenheit. Oh, hier ist die Luke und ein Totem. Okay, komm, komm, komm. So, vielleicht kriegen wir den ja auch noch fertig. Jetzt nur noch ein Generator. Ich hoffe einfach, dass sie noch an den Haken... Ja, dass sie halt noch überleben. Weil das ist das oft das Problem. Wenn man es ins Endgame schafft und dann wird einer aufgehangen, dann ist er oftmals einfach schon dead. Na, und dann kann man die Aufgabe auch nicht lösen. Okay. Wow! Ich dachte, der macht jetzt erst den Generator kaputt. Okay, damit habe ich jetzt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, war mir klar, war mir klar, war mir klar. Oh, das wird. Ob das jetzt eine ist? Nee, ich glaube nicht. Nein, nein. Ich hasse das. Ich hasse den Freddy. Zwar nicht so sehr wie den Myers. Aber genug. Obwohl, ich meine, im Grunde geht es uns doch allen genau immer, geht es uns doch gleich, ne? Wir haben da einen Killer in einer Runde, also hassen wir ihn. So ist das Naturgesetz, ne? Der natürliche Lauf der Dinge ist das. So. Nein. Ja. Ja, okay. Aber sie hat, wir schaffen das bei. Nein. Ah, ne, komm weg, 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 weg. So, ihr habt aber die Art und Weise des Abhängs ja gecheckt, ne? Hinter mir, ne? Das heißt zwischen Killer und ihr dann mein Astralflieger-Ace-Körper. Und sie ist auch schon down. Ja, super. Also bis gerade dachte ich noch, das könnte was werden. Also zumindest mit der Aufgabe. Und irgendwas muss ich auch in letzter Zeit falsch verstanden haben. Na, jetzt hat er ihn da erwischt. Komm, Ace, komm, komm, komm. Irgendwas habe ich in letzter Zeit aber auch irgendwie falsch verstanden. Wir hatten noch so eine Info, dass die irgendwie so Weihnachtsgifts oder sowas ähnliches... oder irgendwas damit auf jeden Fall. Und irgendwie hatte ich ja auch mal so einen Screenshot gesehen. Oder was heißt ein Screenshot? Ein Bild, wo so Weihnachtsoutfits drauf sind. Ich finde die nirgendwo. Ich weiß nicht, wo die sind. Kommen die erst noch? Ich habe heute mal im Internet was eingegeben. So, komm, 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 komm. Okay, du bleibst da. Ah, Freddy ist auf dem Weg dahin. Okay, komm, vielleicht... Ja, er hat mich gesehen, oder? Ja, so, komm, komm, komm. Also ich habe die jetzt irgendwie gesucht, aber nirgendwo was gefunden. Und auch im Internet habe ich jetzt auch nicht wirklich was gefunden. Vielleicht müsste ich nochmal... Oh, komm, komm, komm. Klang schon fast wie so ein Fern, ne? Nein! Ach, Mann, ich dachte, ich schaffe das. Aber so eine Engstelle ist natürlich schwer. So, jetzt hänge ich auch das zweite Mal. Obwohl hing er jetzt eigentlich schon das erste Mal oder das zweite Mal? Auf jeden Fall. Oh, oh, oh.
Also ich werde es auf jeden Fall. Das wird bestimmt. Das wird nichts werden hier. Oh, er kommt schon wieder. Obwohl er jagt jetzt ihn. Also eins muss man sagen, ne? Tunneln tut er nicht, ne? So, und ich glaube, die Generatoren sind auch ziemlich nah beieinander, ne? So, am besten jetzt erstmal heilen. So, da ist einer. Hier hinter diesem Hügel ist einer. Und einer ist da bei der Killerhütte. Ah, die sind nah beieinander. Vor allen Dingen auch gegen Freddy, der sich ja immer zu den Generatoren porten kann. So, komm. Also ihr seht auch bei Wir werden ewig leben, das ist ja der grüne Perk, denn da seht ihr jetzt die 4. Ja, das heißt ja 4 Stacks. Das heißt, ich kriege jetzt 100% auf meine Blutpunkte. Und die Stacks, ne, kriegt man, indem man halt Schutztreffer einsteckt. Das heißt, ihr beschützt einen anderen Survivor mit dem Einsatz eures ganzen Körpers, indem ihr einen Schlag einsteckt. Oder aber ihr rettet jemanden vom Haken, und zwar safe. So. Okay. Also er wird jetzt hier gleich auf jeden Fall wieder vorbeikommen. Der wird jetzt auch immer nur diese drei Generatoren ablaufen. Oh. Ich mache am besten nochmal das Totem hier. Jetzt ist es schwer. Es ist jetzt einfach schwer. Ist die Palette jetzt hier normal? Vielleicht komme ich ja nochmal zum Bäcker. Wie gesagt, gegen Freddy könnt ihr euch auf jeden Fall auch die Position von Paletten merken. Und wenn ihr im Traum seid zum Beispiel und ihr seht da überall Paletten, dann merkt euch das. Geht zum Wecker, macht euch wach, dann verschwinden nämlich die Traumpaletten. Und ihr seht, wo wirklich noch eine Palette ist und wo nicht. So, ihr seht die eine Palette hier vorne am Generator, die ist verschwunden. So. Und ich meine jetzt. Hier war doch gerade auch eine. Jo, auch nicht da. Wie gesagt, da kann man sich auf nichts verlassen. Ah, jetzt wurde er erwischt. So, vielleicht kann ich noch irgendwie. Ja, hier ist kein Generator, ist jetzt irgendwie noch am Laufen. Absolut gar nichts. Das ist die Frage, ist er down oder ist er nicht down? Ist er down oder nicht down? Das ist jetzt. Ich glaube, die Luke ist ja hier auch irgendwo. Ah ne, er ist auf jeden Fall komplett down. Okay, wir brauchen jetzt die Luke. Jetzt ist die Frage, weiß der Freddy auch, wo die ist? Erstmal gegen Baum. Oh, wo ist sie? Ja, da. Komm. Doch noch ziemlich knapp. Also er wusste auch, wo die Luke zu finden ist. Ich jetzt auf Anhieb nicht mehr. Ja gut, und wie gesagt, wieder habe ich es nicht geschafft, die Aufgabe. Das wird so meine Nemesis auf jeden Fall. Ja. Okay. Aber sah erst gar nicht schlecht aus. Ich dachte, okay, wir könnten ins Endgame kommen. Aber punktetechnisch geht's auch in Ordnung. So.
Okay. Oh nein, jetzt geht der Killer raus, ey. Ach. Immer wenn der Killer rausgeht, immer diesen Freeze-Bildschirm. Naja. Okay, mit der Aufgabe sollte es halt nicht sein. Ich denke mal, Runde war trotzdem okay. Ja. Und ich hoffe einfach, dass es euch gefallen hat und Spaß gemacht hat. Ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen uns auch bei den nächsten Videos wieder. Wie gesagt, danke nochmal für die ganzen Glückwünsche. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und hat meinen Geburtstag nochmal auf ein neues Level gehoben. Und ich sage einfach mal, ciao, euer Malida.